Guten Morgen, Frau Bertini. Aufstehen. Anziehen. Du nicht. Wo ist Ihr Mann? Beim Dienst. Er hat Nachtdienst. Wem dient er da? Er ist beim SHD. Beim was? Beim Sicherheitshilfsdienst. Das ist eine Einheit der Luftschutzpolizei. Er hat sich freiwillig gemeldet. Aha. Dann ist er ja jetzt auch so eine Art Polizist. Sind wir ja Kollegen. Beinahe. Spielt er noch Schach? Nein. Licht, bitte. Sie auch. Heine. Das wusste ich gar nicht, dass wir den noch haben. Aber ich? Das sind doch nur Gedichte. Sind die denn auch verboten? Damals nicht, heute ja. Ihre Schulhefte. Auch die alten? Alles. Alles, was Sie je geschrieben haben. Es hat keinen Zweck, etwas vor uns zu verbergen. Wir finden es doch. Cesar Bertini, ich nehme Sie in Schutzhaft, weil Sie nach dem Ergebnis der staatspolizeilichen Feststellungen durch Ihr Verhalten den Bestand und die Sicherheit des Staates und Volkes gefährden, indem Sie durch Ihr zersetzendes und staatsabträgliches Treiben erhebliche Unruhe in die Bevölkerung tragen. Thank you.
warten, bis ihr schriftlich eingeladen werdet. Los, los, los! Tempo! Oder soll ich euch beide machen? Das ist hier kein Granat. Los, los, los! Seid ihr noch nicht weg? Komm hoch, du Sack! Wird bald! Bewegung, Bewegung! Schneller! Schwing die Keulen, du bist auf! Wie ich sehe, hatten Sie bereits das Vergnügen, Hauptscharführer Wielep kennenzulernen. Unseren langen Paul, wie ihn seine Kameraden nennen. Ihnen würde ich das nicht raten. Sie sind noch immer Schüler der gelehrten Schule des Johanneums. Ja. Und Studienrat Dr. Freund war Ihr Klassenlehrer. Ja. Da waren Sie wohl einer seiner Lieblinge. Herr Dr. Freund hatte keine Lieblinge. Er hat uns alle gleich behandelt. Aber sicher haben Sie auch herzlich mitgelacht, wenn Dr. Freund sich über den deutschen Gruß lustig gemacht hat. Da haben doch alle gelacht. Fast alle. Dr. Freund hat jetzt 8 Jahre Zeit, ganz allein über seine Witze zu lachen. Vorerst 8 Jahre. Dann schreiben wir 1948 und sehen weiter. Aber was reden wir von Dr. Freund? Der ist abgehakt. Reden wir von Ihnen. Sie gehören also zur Hamburger Swing-Jugend. Manche nennen das eine kriegsbedingte Verwahrlosung der Jugend. Wir glauben, dass mehr dahinter steckt. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Herr Kommissar. Hauptkommissar. Herr Hauptkommissar. Dann will ich Ihrem Gedächtnis nachhelfen. Ich höre den Gesang Amerikas. Da ich nicht glaube, dass ein Lehrer Ihnen diesen Titel aufgegeben hat, nehme ich an, dass es sich um einen frei gewählten Aufsatz handelt. Jawohl, Herr Hauptkommissar. Der Titel ist die Überschrift eines Gedichts von Walt Whitman. Ich danke Ihnen für die Belehrung, Herr Bertini. Sie hören also den Gesang Amerikas. Und was hören Sie da? Sie schreiben, Sie hätten kürzlich ein Kino besucht und die Wochenschau, die vor dem Hauptfilm gelaufen sei, habe auch einen Bericht über ein Konzert des amerikanischen Jazzorchesters Benny Goodman enthalten. Es sei in der Wochenschau zu sehen gewesen, wie Jugendliche von ihren Plätzen aufgesprungen seien und vor der Bühne ausgelassen zu tanzen begonnen hätten. Dazu habe nun der Kommentar des Wochenschausprechers in völligem Gegensatz gestanden. Von ekelerregenden Zuckungen sei da die Rede gewesen, in welche die bedauernswerten amerikanischen Jugendlichen verfielen, sobald ihnen der Jude Goodman nach Rattenfängerart aufspiele. Von planmäßiger Verseuchung des amerikanischen Volkes. Sie fragen dann, ich weiß nicht wen, wem denn solche Propaganda nütze, da die Jugendlichen sehr wohl zwischen wahr und unwahr zu unterscheiden wüssten. Sie sind ein ehrlicher Mensch, Bertini. Sie haben aufgeschrieben, was Sie denken. Sie haben eine Lippe riskiert, eine ziemlich große. Sie sind ein mutiger Mensch, Bertini. Das lässt mich hoffen, dass Sie auch meine Frage frank und frei beantworten werden. Zur Sache also, zu welcher Gruppe gehören Sie? Gruppe? Ich weiß nicht, was Sie meinen, Herr Hauptkommissar. Zum Mausoliban? Zur Seligkeitsbande? Zur Handschuhbande, zur Jumbo-Bande? Davon weiß ich nichts. Ich höre den Namen zum ersten Mal. Dann vielleicht zum Barmbecker Ting. Was ja naheliegend wäre. Versammlungsort des Café Kaiser am Bahnhof Barmbek. Ja, ich war ein paar Mal im Café Kaiser, aber nur um Musik zu hören. Von einer Bande oder einem Ting habe ich nie was gehört. Auch nichts von den netten Erkennungszeichen. An der silbernen Kette im Knopfloch, einem durchbohrten Pfennig, an einer Nadel. Nie gesehen. Weiß nichts, sieht nichts, hört nichts. Wer ist euer Redelsführer? Es gibt keinen Redelsführer. Wir gehen dahin, um Musik zu hören, jeder für sich. Wir verabreden uns nicht mal. Den Namen. Sie ziehen es vor zu schweigen. Sie haben vergessen, wo Sie sind. Hier ist Redengold. Abführen. Weiter!
Es gibt keinen Redelsführer. Es gibt keine Gruppe. Es ist nichts organisiert. Wir sind nicht einmal eine Clique. Ich kenne die meisten überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wer sie sind. Und wenn sie mich totschlagen lassen, ich kann nichts sagen, weil ich nichts weiß. Das hat Hauptverführer Wielepp nicht gern, wenn seine Ratschläge so einfach in den Wind geschlagen werden. Den Namen! Sie wollen mir also allen Ernstes weismachen, dass Sie ein Jahr lang, dreimal in der Woche, stundenlang im Café Kaiser gehockt haben, nur um sich immer wieder dieses alberne Gedudel anzuhören? Das ist eine Beleidigung nicht nur meiner Intelligenz, sondern auch Ihrer eigenen. Wir wissen, dass Sie sich einer oppositionellen Gruppe angeschlossen haben, die sich nicht aus Urschleim gebildet hat, sondern die von ausländischen Agenten organisiert worden ist. Davon weiß ich nichts. Denken Sie nach. Fangen Sie ganz von vorne an. Wo und bei wem haben Sie diese Musik zum ersten Mal gehört? Bei Ihren Eltern vielleicht? Nein, meine Eltern haben damit gar nichts zu tun. Meine Mutter hat das Klavier nicht mehr angerührt, seit es ihr verboten wurde zu unterrichten. Nicht einmal privat für sich. Mein Vater spielt nur klassische Musik. Was soll ich Ihnen glauben? Dass Ihr Vater, als er ein Jahr lang als Bordmusiker für die Hapag immer zwischen New York und Hamburg hin und her gefahren ist, keine amerikanische Musik eingeschleppt hat? Das hat er nicht. Er versteht überhaupt nichts vom Jazz. Er liebt nur Chopin. Und was ist das hier? Das musste er spielen. Das ist verlangt worden. Er hat es nicht gern getan. Das müssen Sie mir glauben. Und es war ja auch nicht verboten. Damals. Schlau. Ich glaube Ihnen kein Wort, Bertini. Juden finden immer einen Dreh. Abführen. Schneller! Los, beweg dich! Bitte. Nein, nicht auf. Manchmal haben wir im Café Kaiser Gespräche über die freiere amerikanische Lebensart geführt, wie sie sich in der Jazzmusik ausdrückt. Wir haben uns vorgestellt, wie es sein würde, wenn nach dem Krieg amerikanische Jazzorchester den Jungfernstieg oder die Mönckebergstraße heruntermarschieren würden und wir uns anschließen würden. Aber wir dachten nicht daran, dass dies ja nur nach einer deutschen Niederlage der Fall sein könnte. Uns war auch nicht bewusst, dass unsere Amerika-Hörigkeit eine deutschfeindliche Einstellung zugrunde lag. Da unterschreiben. Unter selbst gelesen und für richtig befunden. Sie wollen doch unterschreiben. Oder stimmt was nicht? Ich habe in aller Offenheit mit Ihnen geredet, Bertini. Aber Sie haben noch immer Geheimnisse vor mir, Sie verbergen was. Es kommt da raus. Alles kommt da raus. Sie legen Wert darauf, eine eigene Meinung zu haben. Wie viel glauben Sie, ist uns die Meinung eines Halbjuden wert? Nichts.
Richtig, wir lernen. Ich würde mich an Ihrer Stelle nicht darauf verlassen, dass Sie und Ihre Sippe bis in alle Ewigkeit geschützt sein werden. Nur weil Ihre Eltern in privilegierter Mischehe leben. Sie glauben, Sie können sich was herausnehmen, weil Sie vieles dürfen, was den Juden verboten ist. Sie irren sich. Lauft mir nicht ein drittes Mal zwischen die Füße. Das wäre das letzte Mal. Dann habe ich noch einen Verpflichtungsschein unterschreiben müssen, dass ich gut behandelt worden sei und über das, was ich erlebt habe, gegenüber jedermann Schweigen bewahren müsse. Aber wie soll ich das machen? Ich kann doch so nicht zur Schule gehen. Aber ich muss. Ich stehe 4 Wochen vor dem Abitur. Die schriftliche Prüfung habe ich bestanden. Die mündliche beginnt nächste Woche. Was soll ich denen denn sagen? Darüber brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Die Schule hat bereits geschrieben. Du bist wegen staatsabträglichen Verhaltens mit sofortiger Wirkung von der Schule verwiesen. Diese Schweine! Diese feigen Schweine! Das kriegen sie wieder! Das zahle ich ihnen heim! Das kommt mal anders! Hauptsache, du bist wieder da. Cäsar. Ich war Zeuge, Frau Bertini. Ich kam gerade vom Einkaufen und sah schon von Weitem den Rollwagen mit 2 alten Zossen davor und dachte noch, was will der denn bei uns? Es war der Umzugswagen. Die Scholzen zogen aus. Nach 20 Jahren Krach und Kohlgestank, von Schlimmerem zu schweigen.
Na, da wissen Sie am besten Bescheid, Frau Bertini. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, den Auszug mitzuerleben. Sie glauben es nicht, was da ans Licht kam. Und das Licht doch ewig hätte meiden sollen. Was es denn da zu glotzen gäbe, hat mich dieser Schulz gefragt. Nichts habe ich geantwortet. Das sei ja gerade das Interessante. Die Neue hat erst mal renovieren lassen. Scheint eine ordentliche Person zu sein. Noch jung, so Mitte 30 vielleicht. Eigentlich ein Ehepaar, aber er ist im Feld. Er soll Taxichauffeur sein. Sie ist eine ganz energische. Ich habe gehört, wie sie die Packer dirigiert hat. Das ging ruckzuck. Guten Tag, Frau Bertini. Ich bin die Neue. Ich heiße Erika Schwarz. Bitte. Oh, danke. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Im Gegenteil, ich sollte Ihnen zum Einzug Blumen schenken. Wollen Sie nicht auf den Sprung reinkommen? Ja, gern. Es ist Fräulein Leiter. Erika Schwarz. Freut mich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, gern. Was machst du denn da? Ich suche unsere Papiere zusammen für Luftschutzkeller. Noch ist nichts passiert, aber es gibt immer öfter Alarm und man kann ja nie wissen. Es erschienen heute am 9. November 1918 zum Zwecke der Eheschließung der Musiker Alfredo Bertini und die Klavierlehrerin Lea Lehmberg, beide der Persönlichkeit nach durch Aufgebotsakte anerkannt. Eine Schnapsidee, ausgerechnet an so einem Tag zu heiraten. Es konnte doch keiner wissen, dass am 9. November Revolution sein würde. Ein Wunder, dass wir überhaupt durchgekommen sind zum Standesamt. Es war geöffnet, ja, Gott sei Dank. Nur weil ein Umsturz ist, wird bei uns noch lange kein Amt geschlossen. Als wir in der Demonstration stecken geblieben sind, dachte ich, sowas kann auch nur mir passieren. Sie haben uns hochleben lassen. Erinnerst du dich? Mhm. Uns und die Revolution. Und mit uns zieht die neue Zeit. Haben Sie gesungen? An uns ist sie jedenfalls vorbeigezogen. Unsere Einbürgerungsurkunde. Italiener hätte ich bleiben sollen, dann stünden wir jetzt anders da. Geburtsurkunde, Geburtsurkunde, Geburts... Wo stecken die eigentlich? Sag mal, kommen meine Herren Söhne noch jemals nach Hause? Ludwig ist ins Kino gegangen. Er hat seine Schularbeiten gemacht. Und Cäsar kommt immer erst spät von der Arbeit. Und Roman? Ist nochmal weggegangen. Wohin? Das hat er mir nicht gesagt und ich habe auch nicht gefragt. Er bleibt oft stundenlang weg. Vielleicht will er alleine sein. In seinem Alter? Gerade in seinem Alter. Denk doch nach. Als wir jung waren, da gab es all diese Einschränkungen nicht. Da war es leicht, jung zu sein. Aber für Cäsar und Roman und bald auch für Ludwig ist es schwer. Ihre Zeugnisse willst du auch aufheben. Wenn Cäsar jetzt abends seinen obskuren Kunstgewerbeladen ausfegen muss, wo der Mist gemacht wird, mit dem er tagsüber Kunden beliefert, fragt ihn niemand, ob er die Gelehrtenschule des Johanneum besucht hat. Und wenn Roman bei seinem Eisenexporteur Schraubenversand fertig macht, braucht er weder Griechisch noch Latein, Papier. Alles überflüssig gewesen, alles für die Katz. Vielleicht solltest du auch meine alten Stempelkarten dazulegen. Wer weiß, vielleicht muss ich noch mal nachweisen, dass ich 9 Jahre arbeitslos war. Ja, die müssen natürlich mit. Und auch die Bescheinigung für die Rentenversicherung. Rechnest du im Ernst damit, dass wir ins Rentenalter kommen? Und was muss noch mit?
Geld natürlich, Bargeld. Oder denkst du, wir würden, wenn die Bude hier abgebrannt ist, von irgendjemandem irgendwas für umsonst kriegen? Ach, das Sparbuch, das hätte ich ja fast vergessen. Du hast ein Sparbuch? Natürlich. Und da ist was drauf? Natürlich. Zeig mal. $537. Wann hast du denn damit angefangen? 38, so wie du verdient hast. Das macht, schnell mal rechnen, 134,22 Mark pro Jahr. Na, gratuliere. Ich habe ja immer gewusst, dass wir mal Millionäre werden. Rockefeller hat auch so angefangen. Ist er nie da, wenn man ihn braucht. Mama. Das war ja immer so. Ach. Der Angriff der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion ist vor Moskau endgültig in Schnee und Eis stecken geblieben. Nach einer Mitteilung der sowjetischen Heeresführung ist die Rote Armee sowohl an der Kalinin-Front unter General Konjew wie auch an der Westfront unter General Schukow zur Gegenoffensive angetreten. Nordafrika. Britische Truppen haben die vom deutschen Afrikakorps unter General Rommel eingeschlossene Besatzung von Tobruk befreit. Berlin. Wenige Tage nach dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor gab Hitler vor dem Reichstag bekannt, dass die deutsche Regierung den Vereinigten Staaten von Amerika den Krieg erklärt hat. Hier ist der Londoner Rundfunk. Wir brachten Nachrichten in deutscher Sprache. Sicherheitshalber. Es soll Trottel geben, die aus Bequemlichkeit den Londoner Sender oder Radio Moskau eingestellt lassen. Auf die Gestapo nur das Radio einschalten, um sie zu erwischen. Damals, in der ersten Nacht nach dem Reichstagsbrand 33,
Da kam sie mit 5 Mann hoch. Gestapo und KZBV. Kommando zur besonderen Verwendung. SA-Männer vom Hamburger Marinesturm. Eine üble Schlägertruppe. 3 Stunden haben sie nach Fluchtbildern und Waffen gesucht und die ganze Bude auf den Kopf gestellt. Jede Schublade ausgekippt, Kissen und Federbetten aufgeschlitzt. Überall haben sie gewühlt und gesucht. Nur hier nicht. Das Tischtuch hat mich gerettet. Die Pistole habe ich dann verschwinden lassen, aber die Patronen habe ich mir aufgehoben, als Andenken. Welches Kaliber? 7,65. Warum fragst du? Mein Großvater hat eine Pistole. Vielleicht gibt's sie noch. Was für eine? Keine Ahnung. Lass sie vorläufig, wo sie ist. Das besondere Ding in der Tasche liegt durch die Stadt laufen. Und was heißt vorläufig? Noch 2 Jahre, noch 3 Jahre. Vielleicht auch noch länger. Aber der Wind dreht sich. Trägst du mir mein Rad drauf? Lehn's einfach an die Wand. Danke. Willst du nicht deinen Mantel ausziehen? Wie ich aussehe. Hast du Hunger? Nein. Durst? Nein. Möchtest du ein Glas Wein? Nein. Warten sie unten auf dich? Nein. Dann komm.
Oder wolltest du lieber runter in den Keller? Nein. Schaust du mich so an? Entschuldige. Aber ich finde dieses Ding immer wieder schrecklich. Alle versuchen wegzusehen wie du eben. Und alle starren trotzdem hin. Guten Abend. Guten Tag, David. Ah. Guten Abend. Abend, David. Guten Abend, David. Guten Abend, David. Guten Abend. Setz dich, David. Du kannst mit Arm und essen. Danke, Frau Bettini. Aber ich muss gleich wieder nach Hause. Ich komme nur, um mich zu verabschieden. Zu verabschieden? Wollt ihr verreisen? Wir werden deportiert. Wann? Morgen. Aber von Deportation steht hier nichts. Einsatzbefehl steht hier. Sie werden hiermit für einen besonderen, vordringlichen und auswärtigen Arbeitseinsatz eingezogen. Ja, Sie nennen das nur so. Für sowas benutzen Sie Tarnworte. Für was? Wenn ich das wüsste. Wenn irgendjemand das wüsste. Aber da der Einsatzbefehl eine Deportation ist, ist vielleicht auch der Arbeitseinsatz etwas ganz anderes. Und wohin werdet ihr gebracht? Nach Osten. Das ist das Einzige, was festzustehen scheint. Ein Bekannter von uns, der im vergangenen November deportiert wurde, hat uns von unterwegs eine Karte geschrieben, die wahrscheinlich ein Fremder für ihn eingesteckt hat. Da hieß es, sie seien auf dem Weg nach Minsk. Und dann kam eine offizielle Karte aus Theresienstadt. Es gehe ihm gut. Es war kurz vor Weihnachten. Seitdem nichts mehr. Wo liegt denn das? Theresienstadt? Im Sudetenland. Östlich von Lobositz und südlich von Leitmeritz. Ich habe in meinem Schulatlas nachgesehen. Und da kann man gar nichts machen? Einsprüche und Beschwerden gegen diesen Bescheid, ferner Gesuche um Rückstellung oder Befreiung, haben keine aufschiebende Wirkung. Die Nichtbefolgung des Einsatzbefehles wird mit staatspolizeilichen Maßnahmen geahndet. Sie sind der Gerichtsvollzieher? Jawohl, Schulz mein Name. Sie wissen, worum es sich handelt? Jawohl, man hat mich angewiesen. Haben Sie das schon mal gemacht? Leider nein. Wieso leider? Wie man so sagt, nur eine Redensart. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich. Nur mich. Und wenn Sie gefragt werden, wenden Sie sich ebenfalls an mich. Haben Sie verstanden? Jawohl. Geheime Staatspolizei.
Sie übergeben die Ihnen zugestellten und hoffentlich ordnungsgemäß ausgefüllten Formulare Herrn Gerichtsvollzieher Schulz, der im Auftrag des Herrn Oberfinanzpräsidenten für die Abwicklung des vermögensrechtlichen Teils Sorge tragen wird. Sie übergeben Herrn Schulz ferner sämtliche in Ihrem Besitz befindlichen Wertgegenstände, Sparbücher, Wertpapiere, Schmuckgegenstände und Bargeldbeträge, die über die Freigrenze hinausgehen. Sie sind berechtigt, pro Person 50 Reichsmark mitzunehmen. Herr Schulz wird die Wertgegenstände in ein Verzeichnis eintragen und in Umschläge verpacken, die auf der Vorderseite mit Ihrem Vor- und Zunamen und Ihrer Adresse zu versehen sind. Vor dem Verschließen der Umschläge werden wir und der Jude das Verzeichnis auf seine Vollständigkeit prüfen und es dann unterschriftlich anerkennen. Sie werden vielleicht nichts dagegen einzuwenden haben, wenn Herr Schulz sich an Ihren Schreibtisch setzt, um seiner Tätigkeit nachgehen zu können. Sie übergeben mir Ihre Lebensmittelkarten und alle in Ihrem Besitz befindlichen Dokumente und Urkunden bis auf Ihre Kennkarten. Die behalten Sie. Sie dürfen 25 Kilo Gepäck und für 2 Tage Proviant mitnehmen. Sie werden uns, bevor wir gehen, sämtliche Schlüssel aushändigen. Wohnungsschlüssel, Bodenschlüssel, Kellerschlüssel und falls vorhanden auch die Tresorschlüssel. Und zwar mit einer Schnur zusammengebunden und mit einer Karte versehen, auf der Name und Adresse stehen. Desgleichen werden Sie alle Sachen, die Sie mitnehmen, Koffer, Rucksack, Decken und so weiter, mit haltbaren Schildern kennzeichnen. Rollen Sie die Wolldecken und schnüren Sie sie mit Riemen oder Strippen zusammen. Dann nehmen Sie weniger Platz weg und lassen sich leichter transportieren. Ich kann nur schätzen, wie viel unser Gepäck wiegt. Unsere Haushaltswaage ist nicht groß genug dafür. Wird vor der Abfahrt sowieso nachgewogen. Was zu viel ist, bleibt zurück.
Sie haben uns nicht gesagt, was für Sachen wir mitnehmen sollen. Das bleibt Ihnen überlassen. Uns interessiert nur das erlaubte Gewicht. Und wie ist es mit Sommersachen? Das müssen Sie selbst entscheiden. Aber wenn wir zwei Mäntel übereinander ziehen, dann zählen Sie doch nicht das Gepäck. Dann nicht. Ich meine, man hat uns nicht gesagt, für wie lange wir evakuiert werden. Während Ihre Frau fertig packt, werden wir gemeinsam die Wohnung begehen, auch Boden und Keller. Damit wir sicher sind, dass wir hier alles in ordnungsgemäßem Zustand hinterlassen. Haben Sie Haustiere? Hund, Katze, einen Singvogel? Nein. Haben Sie verderbliche Lebensmittel? Ja. Sagen Sie Ihrer Frau, dass sie sie auf den Korridor bringen soll. Man wird sie der nationalsozialistischen Volksfürsorge zur Verfügung stellen. Wir gehen jetzt erst in die Küche. Stellen Sie bitte Gas und Wasser ab. Wir gehen jetzt auf den Boden. Sie sind der Portier? Jawohl. Geheime Staatspolizei. Sie wissen, dass die Familie Hamford ausgezogen ist? Ist mir bekannt. Sollte sich irgendjemand nach dem Verbleib der Familie Hamford erkundigen, dann antworten Sie, unbekannt verzogen. Wie werden Sie hier weiterverfahren? Der Spediteur, der die Möbel abholen wird, ist schon beauftragt. Die brauchbaren Sachen, Schreibtisch und Schreibmaschine zum Beispiel, werden den Ämtern zur Weiterverwendung zugeführt. Anderes, Schlafzimmer, Bettwäsche, Tischwäsche, Handtücher zum Beispiel, werden den Schulen und Erholungsheimen der Reichsfinanzverwaltung zur Verfügung gestellt. Der Rest wird versteigert. Vernünftig. Quittieren Sie. Noch Fragen? Aber was geschieht mit den Menschen? Haben Gerichtsvollzieher keine Dienstanweisungen? Doch, natürlich. Und findet sich da irgendwas von Fragen, die in keinem Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit stehen? Nein. Na, sehen Sie. Sie können mit mir fahren. Zum nächsten. Wir haben noch viel vor heute.
Aberhausen, Franz Israel. Hier. Aberhausen, Marianne, Sarah. Altmann, Hans Israel. Hier. Altmann, Elisabeth, Sarah. Altmann, Friedrich Israel. Hier. Altmann, Susanne, Sarah. Rundmann, Heinrich Israel. Hier. Rundmann, Maria, Sarah. Hans, Gustav Israel. Hier. Hans, Elfriede, Sarah. Hier. Hans, David Israel. Hans! David. Ja, hier. Hubertus, Erwin Israel. Hier. Hubertus, Anna Charlotte, Sarah. Ja. Hubertus, Katharina, Sarah. Hubertus, Carla, Maria, Sarah. Kaschinski, Rudolf Israel. Koffer aufmachen. Ja. Aufmachen. Kaschinski, Helene, Sarah. Lassen Sie schon auf. Hans-Heinrich Israel. Mantel raus. Hochmann Gerber. Mantel raus. So, jetzt nochmal auf die Waage mit dem Koffer. Aber knapp. Name? Weiter. Lilienthal. Hannelore Sarah. Vorname? Hans Israel. Johannes Israel. Ich brauche meine Medikamente. Ich bin krank. Ich brauche dein Herz. Wissen Sie, ob es noch einmal einen Weg gibt? 20. September 18. Kinder leben in Frankfurt. Vielleicht können Sie dafür sorgen, dass Sie diesen Brief noch bekommen. Kennkarte. Die wären Ihnen sehr dankbar. Na los, die Kennkarte. Weiter. Der Nächste. Los, beeilen Sie sich. Oder wollen Sie schriftlich eingeladen werden? Kennkarte. Thank you.
herein. Lea. Liebe Lea. Warum haben Sie sich nur so lange nicht sehen lassen? An die 10 Jahre, nicht? Ich wollte Ihnen keine Ungelegenheiten bereiten, Herr Professor. Ungelegenheiten? Sie mir? Ich bin Jüdin, Herr Professor. Ach, das hatte ich vergessen. Völlig. Damals hat das ja auch keinerlei Bedeutung gehabt. Jetzt hingegen. Aber wie kommt es, dass Sie keinen Stern tragen? Wenn man wie ich in einer privilegierten Mischehe lebt, muss man das nicht. Ich bin mit einem Arier verheiratet, Alfredo Bertini. Sie werden sich bestimmt an ihn erinnern. Er war ja ebenso Ihr Schüler wie ich Ihre Schülerin. Und seinetwegen bin ich auch hier. Und worum handelt es sich? Man teilt ihm mit, dass sein Antrag abschlägig beschieden worden sei und er mit seinem Ausschluss aus der Reichsmusikkammer rechnen müsse. Er hat aber gar keinen Antrag gestellt. Das macht die Sache so verwirrend. Es ist nämlich so, dass er meinetwegen in den letzten Jahren ohnehin als Musiker nicht mehr arbeiten durfte. Ich weiß nicht, wie er es aufnehmen wird, wenn man ihn jetzt aus der Reichsmusikkammer ausschließt. Er hängt an seinem Beruf. Es wird ihm alle Hoffnung nehmen. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass mein Mann gebürtiger Italiener ist. Wir kennen andere Arier, die auch Musiker sind, die auch jüdische Frauen haben und die nicht ausgeschlossen worden sind. Andererseits kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ein Italiener anders bewertet werden sollte als ein Deutscher, wo sie doch jetzt Waffenbrüder sind im Krieg. Mein Mann könnte dem Herrn Präsidenten der Kammer schreiben. Er könnte das Missverständnis aufklären und den Antrag auf Verbleib in der Kammer nachholen. Ich bitte Sie, Herr Professor, meinem Mann zu helfen. Liebe Lea, dass ich damals Ihre Wahl nicht ganz verstanden habe, ist Ihnen wohl nicht entgangen. Ich habe Ihr Talent immer außerordentlich geschätzt. Sie ermuntert es, im freien Beruf zu versuchen, Konzertpianistin zu werden. Es kann Ihnen ebenso wenig entgangen sein, dass ich Alfredo Bertinis Talent nicht in gleichem Maße geschätzt habe. Sein Spiel hatte für mich, wie soll ich das sagen, immer etwas Mechanisches, Äußerliches. Eben Südländisches. Im Süden hat man ja ein anderes Verständnis für Musik als bei uns im Norden, wo man ein bisschen tiefer gräbt. Wie immer, ich bedauere es noch heute, dass Sie keinen Gebrauch gemacht haben von Ihrer Begabung. Andererseits kommt es Ihren Schülern ja gewiss zugute, dass Sie eine Künstlerin sind. Ich habe keine Schüler mehr. Ich spiele auch nicht mehr, seit es mir 1935 verboten worden ist, zu unterrichten. Das wusste ich nicht. Sie müssen entschuldigen, aber ich kümmere mich nicht um Politik. Damals nicht und heute nicht. Und ich rate auch Ihnen, sich einfach nicht darum zu kümmern. Sie sind doch Musikerin. Wie können Sie da ohne Musik leben? Ich könnte es nicht. Und nun sagen Sie mir, wie es Ihnen geht. Wollen Sie das wirklich wissen, Herr Professor?
Wir haben in den vergangenen 3 Wochen 3 blaue Briefe bekommen. Absender des ersten Briefes war die Oberschule in der Averhofstraße, deren Direktor uns davon unterrichtete, dass der Mischling ersten Grades, Ludwig Bertini, mein jüngster Sohn, zum 1. September die Schule zu verlassen habe. Absender des zweiten Briefes war die Leitstelle Hamburg der Geheimen Staatspolizei. Darin wurde mein Mann aufgefordert, sich zu einer Rücksprache einzufinden. Es wurde von ihm verlangt, sich von mir scheiden zu lassen. Als er nicht einwilligte, hat man ihn einen ganzen Tag lang da behalten. Darüber, was man ihm eventuell zugefügt hat, hat er nichts gesagt. Um die gleiche Zeit wurde meinem Vater aus dem gleichen Grunde, weil er sich von meiner Mutter nicht scheiden lassen wollte, bei der HIV, wo er 20 Jahre lang als Lagerverwalter gearbeitet hat, gekündigt. Er wird im Herbst 65 und es steht ihm eine Rente zu. Aber ob er die Rente auch bekommt, das wissen wir nicht. Absender des dritten Briefes war die Luftschutzpolizei, zu der mein Mann sich gleich bei Kriegsausbruch freiwillig gemeldet hat. Sie enthielt ohne Angabe von Gründen seine Entlassung. Es tut mir leid. Kann ich mit Ihrem Schreiben rechnen? Wenn Sie sich nicht selbst an den Präsidenten wenden wollen, dann würde eventuell auch ein Zeugnis genügen. Eine Bestätigung, dass mein Mann Student der Hochschule gewesen ist, irgendwas Amtliches. Das könnte er dann seinem Brief beifügen. Das kann ich nicht. Das ist gegen meine Überzeugung. Nein, nein, nein. Nicht, was Sie jetzt denken, liebe Lea. Damit, dass Sie Jüdin sind, hat das nichts zu tun. Absolut nichts. Sie haben doch nicht etwa angenommen, dass so etwas meine Meinung beeinflussen könnte. Es ist vielmehr so, wie ich es Ihnen vorhin schon angedeutet habe. Nach meiner Meinung fehlt Ihrem Mann das nötige Talent. Für Alfredo Bertini schreibe ich keine Empfehlung. Ich wünsche ihm sonst alles Gute in jedem anderen Beruf, bitte. Aber als Musiker, da müsste ich ja die Unwahrheit sagen. Das will ich nicht und das kann ich auch nicht. Wie gesagt, es tut mir leid, sehr leid sogar, aber das nützt ja nun alles nichts. Ja. Dann werde ich jetzt wieder gehen, Herr Professor. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Wofür? Dafür, dass Sie mit mir gesprochen haben. Jeder, was er will.
ist heiß. Soll ich das Fenster aufmachen? Dann müssen wir das Licht ausmachen, dann sehe ich dich nicht mehr. Cäsar! Ludwig! Zieht eure Jacken an und nehmt die Mäntel mit. Es ist Hochsommer, Mama. Aber nicht im Keller, kleiner Muck. Hier nicht frei rumlaufen, Frau Odde. Das ist gegen die Vorschrift. Seit wann das denn? Ich habe ihn doch immer mit runtergebracht. Seit gestern ist nicht mehr immer. Das Tier gehört in Verschlag hier neben der Treppe. Und die Tür davor gehört zu. Das kommt gar nicht in Frage. Das mache ich nicht mit. In meinem ganzen Leben habe ich mich nicht eine Sekunde von ihm getrennt. Das ist mir egal. Es ist Vorschrift und was Vorschrift ist, wird gemacht. Das sind Flugzeuge. Viele. Hunderte. Vielleicht sollten wir doch besser runtergehen. Geh in den Korridor, ich bring dir deine Sachen. Du zuerst. Bitte. Wir können nicht zusammen die Kellertreppe runterkommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich denen noch sagen soll. Zeitung gibt's ja nicht mehr. Hier, nur vorne bedruckt. Innen nichts. Mein Bekannter hat sie von der Arbeit mitgebracht. Ja, das heißt ja Arbeit. Für ihn gibt's ja nichts mehr zu arbeiten. Fährt ja nichts mehr. Kein Omnibus, keine Straßenbahn, keine Hochbahn, kein Zug. Nichts, gar nichts. Er ist eben wieder nach Hause gegangen. Und was steht drin? Überschrift: Der Terrorangriff auf Hamburg. Kollegen von meinem Bekannten, die außerhalb wohnen, die haben gesagt, bei ihnen scheint die Sonne. Bei uns will es wohl überhaupt nicht mehr hell werden. Bleibt es nun so?
Eimsbüttel und Altona sind völlig zerstört, sagt mein Bekannter. Da brennt's immer noch. Ah, wir haben ja noch was mitgehabt. Mal Platz, Ludwig. Wo warst du denn so lange? Da war eine Riesenschlange an der Pumpe. Scherben. Mama, bist du verletzt? Komm, Becken, ganz ruhig, ganz ruhig. Von der Leiter setzen Sie Ihre Pille ab! Kleiner. Hört ihr das auch? Es klingt wie Sturm. Sturm mitten im Sommer? Alpha, willst du hin? Nachsehen, wie es oben aussieht.
müssen raus hier, und zwar schnell, bevor es zu spät ist. Die oberen Stockwerke brennen lichterloh. Zieh die Mäntel an und eure Koffer. Drüben bei euch brennt es anscheinend auch. Wir müssen raus hier, bevor das Feuer uns erreicht und die Hitze zu groß wird. Was jetzt Feuer? So ist es, und zwar schnell. Woher wollen Sie denn wissen, was zu tun ist? Vater war lang genug beim Luftschutz, um das zu wissen. Er lebt das nicht zum ersten Mal. Cäsar, hol die Wassereimer. Decken! Tücher! Die Tücher nass machen und damit die Mäntel abreiben. Für Mäntel und Decken reicht das Wasser nicht. Wer keine Decke hat, zieht sich den Mantel an und schützt irgendwie seinen Kopf. Bei der Hitze? Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr dünnes Kleid wie Zunder wegbrennt, ziehen Sie sich um Gottes Willen Ihren Mantel an. Seid ihr fertig? Cäsar, Roma. Lea! Los, raus hier und dicht zusammenbleiben! Cäsar, gut!